Findest du es nicht manchmal auch ziemlich seltsam, dass wir als Menschen bereit sind, unsere Wertgegenstände wie zum Beispiel ein Auto oder eine Immobilie gegen Stapel von bedrucktem Papier zu tauschen? So ein Geldschein an sich ist eigentlich nur ein paar Cent für das Papier und die Druckerfarbe wert. Aber die Unterschrift des EZB-Präsidenten gibt mir die Garantie, dass ich in Zukunft diesen Schein auch wieder gegen andere Produkte eintauschen kann. Versteht mich nicht falsch, wir können unheimlich froh sein, dass wir eine einfache und funktionierende Währung haben. Aber ist es nicht total spannend, dass wir alle etwas hinterherjagen, das eigentlich nur auf unser Vertrauen beruht?